ist ein normaler muslimischer Junge, der immer sein Bestes gibt. Aber manchmal ist er ein wenig unkonzentriert. Honey schreibt heute einen Test. Jedoch hat er gestern Abend vergessen, dafür zu lernen. Ich kenne keines dieser Antworten, sagt Honey. Haben wir das eigentlich im Unterricht gehabt? Plötzlich ändert sich der Raum und Honeys Test verwandelt sich zu einem Monster. Honey, brüllt das Monster. Wie lautet die Definition eines Ökosystems? Ja! Ich weiß es nicht! Während er auf das Monster einschlägt, errichtet das Monster eine Barriere und Honey fliegt zurück. Welche Bestandteile spielen im Ökosystem eine wichtige Rolle? Welche Vorteile und Nachteile hat ein Ökosystem? Honey schreit. Ich weiß nichts davon. Ich weiß nichts. Ich weiß nichts. Aber ich habe noch nicht aufgegeben. Solange ich eine Antwortmöglichkeit habe, kann ich raten. Honey zieht seine Augenbinde an und attackiert das Monster mit seinem ultimativen Angriff. Ini? Mini? Mani? Mo! Der Unterricht ist nun zu Ende. Honey geht anschließend mit seiner Schwester nach Hause. Hoda sieht Honey an und weiß, dass etwas nicht stimmt. Was ist los, Honey? Wo kommst du denn her? Was ist los? Ich war die ganze Zeit hier, Honey, sagt Hoda. Es tut mir leid, Hoda, sagt Honey. Ich bin nur so müde. Ich habe mich bemüht, Hoda. Du hast was getan? Ruft Hoda. Ich habe mich sehr hart bemüht. Honey zeigt seinen nicht bestandenen Test. Mama wird richtig sauer auf dich sein. Das stimmt. Wenn sie das herausfindet, bekomme ich Ärger. Ich bin echt am Ende, Hoda. Hoda sieht sehr verärgert aus. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Sie legt ihre Hand auf Honeys Kopf. Hey, was sagt Mama in solchen Situationen so schön? Honey erinnert sich direkt. Allah sagt ungefähr im Koran, dass er einer Person nicht mehr gibt, als er verkraften kann. Honey sieht Hoda überrascht und glücklich an. Danke, Hoda. Bitte sag es nicht Mama, okay? Und er sagt, ich werde es ihr selbst sagen, inshallah. Okay, Honey. Antwortet Hoda. Inshallah. Honey und Hoda betreten ihre Haustür mit dem rechten Fuß und sagen, Assalamu alaikum. Mama kommt zur Haustür, verschmiert mit Farbe und mit einem Pinsel. Wa alaikum salam, Kinder. Wie war die Schule? Gut, warum fragst du? Stottert Honey. Mama, Honey hat seinen Test nicht bestanden. Schreit Hoda und er schreit. Ich hab dir doch gesagt, du solltest Mama nicht sagen. Hoda sagt. Ups, hab ich vergessen. Honey wird wütend und er steht auf. Hoda? Honey läuft Hoda hinterher, aber bevor er weiterkommt, taucht ein großer Schatten über ihm auf, als er aufblickt und seine Mutter mit einem bösartigen Lächeln auf ihrem Gesicht sieht, ist ihm schlecht. Plötzlich taucht Papa auf. Assalamu alaikum, meine Lieben. Wa alaikum salam, Papa. Schreien die Kinder, als sie zu ihrem Vater rennen. Mama beruhigt sich, da sie weiß, dass Papa sich darum kümmern wird. Wie lief eigentlich dein Test? Honey schluckt und sagt. Ja, eigentlich nicht so gut. Papa starrt Honey tief in die Augen. Honey erklärt so gut er kann und Papa hört nur schweigend zu. Schließlich sagt Papa. Also ich sehe, du hast vergessen, dass es einen Test gab. Honey schmunzelt nervös. Papa sagt, Honey, wenn du immer dein Bestes gibst und es um Allahs Willen tust, wirst du niemals versagen. Er wird dich auf dem richtigen Weg bringen, wenn Allah will, unvorstellbare Träume wahr werden lassen. Mit seiner Entscheidung kannst du sogar die ganze Welt verändern. Aber wenn du nichts dafür tust, wirst du auch nie erfolgreich. Und wenn du feststellst, dass es schwer ist, gib niemals auf. Der Erfolg kommt nicht über Nacht. Versuche es einfach weiter und der Erfolg wird kommen, inshallah. Vertraue auf Allah und Allah wird dir immer helfen. Jazakallahu khairan, ruft Honey. Ich werde mein Bestes geben und beim nächsten Test gut abschneiden. Wa yakum, sagt Papa, während er ihm ein dickes Daumen hoch gibt. Honey beschließt, so viel wie möglich für den nächsten Test zu lernen. Anstatt mit seinen Spielsachen zu spielen oder am Handy zu sein, beschließt er,
sich auf das Lernen für den nächsten Test zu konzentrieren. Nach dem Lernen geht er entspannt ins Bett und schläft schnell ein. Jetzt fühlt er sich für seinen Test gut vorbereitet. Heute werde ich den Test bestehen. Ja! Später am selben Tag kommen Honey und Hoda von der Schule nach Hause. Mama und Papa sind gespannt auf die Testergebnisse. Und Mama fragt: Wie war's denn? Honey holt grinsend seinen Test raus und sagt: Ich habe das falsche Fach gelernt. Überraschend verwandeln sich Honeys Eltern in das Monster und es fängt an zu lachen. Honey wird vom Monster zerquetscht und kann sich nicht mehr bewegen. Plötzlich hört er seine Mutter. Honey wacht plötzlich auf. Wo ist das Monster? Ruft Honey. Seine Decken sind um ihm gewickelt. Er schaut sich um, kann aber das Monster nirgendwo finden. Ruft die Mama. Honey, wach auf, sonst kommst du zu spät zur Schule. Vergiss nicht, heute schreibst du einen Test. Inshallah, Mama, ich mach mich jetzt fertig, sagt Honey zu seiner Mutter. Honey erkennt, dass alles nur ein Traum war. Er überprüft schnell seinen Terminkalender, um sicherzustellen, dass er für das richtige Fach gelernt hat. Es sieht so aus, als hätte er für das richtige Fach gelernt. Er ist erleichtert. Honey versucht immer sein Bestes, aber er kann auch manchmal unkonzentriert sein. Honey schaut Richtung Fernseher und sagt: Alhamdulillah für alles. Das Ende. Überall, alles was ich mache und alles was ich hab, hab ich nur von Allah.